Herzlich willkommen! In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem wichtigen Instrument des Projektmanagements, dem Projektstrukturplan. Der Projektstrukturplan ist eines der wichtigsten Instrumente im Projektmanagement und dient der systematischen Gliederung aller projektrelevanten Aufgaben. Der Projektstrukturplan zerlegt das gesamte Projekt stufenweise in abgestimmte Teilaufgaben und stellt damit sicher, dass sämtliche für das Erreichen der Projektziele erforderlichen Arbeiten übersichtlich dargestellt sind. Als Ausgangsbasis für alle weiteren Projektpläne wird der Projektstrukturplan auch als Plan der Pläne bezeichnet. Der Projektstrukturplan verfügt in der Regel über 3 bis 4 Ebenen, je nach Umfang und Komplexität des Projektes. Die oberste Ebene stellt die Hauptaufgabe des Projektes dar. Auf der 2. Ebene finden sich die Teilprojekte. Große Projekte werden oft in kleinere Teilprojekte zerlegt, um das Gesamtprojekt besser managen und steuern zu können. Die 3. Ebene beinhaltet die Teilaufgaben des jeweiligen Teilprojektes, welche auf der 4. Ebene wiederum in einzelne Arbeitspakete aufgegliedert werden. Arbeitspakete sind die kleinsten, sinnvoll voneinander abgrenzbaren Bündel einzelner Aktivitäten und eine zentrale Größe für die Ressourcenplanung und Überwachung. Ein richtiges Abstraktionsniveau ermöglicht eine gute Einschätzung der erforderlichen Ressourcen und vereinfacht die Delegation von Aufgaben an die Projektmitarbeiter. Eine wichtige Entscheidung bei der Erstellung eines Projektstrukturplans ist die Frage, nach welchem Prinzip der Projektstrukturplan gegliedert werden soll. Eine Gliederungsart ist die objektorientierte Gliederung. Die Gliederung erfolgt nach Inhalten, Zielen oder Produkten und ist vor allem dann sinnvoll, wenn die einzelnen Objekte im Projekt klar voneinander abgrenzbar sind. Machen wir uns das Gliederungsprinzip anhand eines Beispiels deutlich. Und zwar anhand eines kleinen Veranstaltungsprojektes, einer Informationsveranstaltung. Die oberste Ebene beschreibt die Hauptaufgabe des Projektes. In unserem Fall also das Projekt Informationsveranstaltung. Auf der 2. Ebene werden die Teilprojekte dargestellt. Programm, Location, Referenten und der Moderator, die Teilnehmer und das Projektmanagement. Auf der 3. Ebene bilden wir die Teilaufgaben ab, welche sich jeweils auf das darüberliegende Objekt beziehen. Das Programm beinhaltet die Teilaufgabeninhalte und Formate. Die Location muss ausgestattet werden und es braucht ein Catering. Die Referenten bzw. der Moderator müssen betreut werden und die An- und Abreise muss organisiert werden, während die Teilnehmer zur Informationsveranstaltung eingeladen werden müssen und Materialien erhalten sollen. Zu dem Projektmanagement gehören die Teilaufgaben Planung und Steuerung sowie die Teamführung. Auf der 3. Ebene werden schließlich die Arbeitspakete abgebildet. So müssen für die Inhalte des Programms die Themen ausgewählt werden. Die Referenten müssen bestimmt werden und die Agenda muss aufgestellt werden. Schließlich werden auch die restlichen Arbeitspakete den jeweiligen Teilaufgaben zugeordnet. Eine andere Möglichkeit, einen Projektstrukturplan zu gliedern, ist die sogenannte Ablauforientierung. Hierbei wird das Projekt anhand der aufeinanderfolgenden betrieblichen Prozesse gegliedert. Das Projekt wird anhand seines chronologischen Ablaufs durchgespielt und die anstehenden Arbeitspakete in den jeweiligen Phasen geplant. Dieses Gliederungsprinzip eignet sich vor allem, wenn sich der Aufbau eines Projektes durch eine klare Reihenfolge an zu erledigen Aufgaben auszeichnet. Bei unserem Beispiel würde das wie folgt aussehen. Zunächst erfolgt der Aufbau der Projektstrukturen samt den dazugehörigen Arbeitspaketen. Anschließend folgt die Planung der Veranstaltung, die Umsetzung der Planung, die Vorbereitung, die letztendliche Durchführung sowie der Abschluss des Projektes. In diesem Fall haben wir uns für einen Projektstrukturplan mit 3 Ebenen entschieden. Ein weiteres Gliederungsprinzip ist die funktionsorientierte Gliederung. Dabei wird der Projektstrukturplan anhand der Organisationsfunktionen aufgeteilt, die am Projekt beteiligt sind. Diese Art der Gliederung eignet sich besonders, wenn Projekte nahe an der Linienorganisation durchgeführt werden sollen. Sehen wir uns auch hier ein Beispiel an. An dem Projekt Informationsveranstaltung sind die Abteilungen, also die Organisationsfunktion, das Veranstaltungsmanagement, das Marketing sowie die Personalabteilung beteiligt. Hier gibt es wiederum für jede Funktion eigene Teilaufgaben und Arbeitspakete.
Neben den genannten Gliederungsformen sind auch Mischformen möglich. Hier wurde die objektorientierte Gliederung auf den oberen Ebenen und die ablauforientierte Gliederung auf der Arbeitspaketebene angewandt. Ein wichtiges Ziel des Projektstrukturplans ist die vollständige und einmalige Erfassung aller relevanten Tätigkeiten eines Projektes. Daher muss bei der Erstellung darauf geachtet werden, dass für jede Ebene ein einheitliches Gliederungsprinzip eingehalten wird. Hier wurden auf ein und derselben Ebene, der Teilprojektebene, zwei Prinzipien miteinander kombiniert. Zum einen die objektorientierte und zum anderen die ablauforientierte Gliederung. Hierbei ist es zu Doppelungen in den Arbeitspaketen gekommen. Daher ist bei der Anwendung von Mischformen unbedingt darauf zu achten, dass auf den einzelnen Ebenen immer nur ein Gliederungsprinzip verwendet wird. In diesem Video haben Sie gelernt, was ein Projektstrukturplan ist, welche Ebenen es gibt, was Arbeitspakete sind und welche Gliederungsprinzipien zur Strukturierung von Projekten herangezogen werden können.